So, und damit herzlich willkommen zu mein Test zur letzten Zwischenversion zum heutigen Stand der Geschichte. Und zwar mein Test 0.4.14. So, auch hier erstmal wieder das obligatorische, der obligatorische Penisvergleich. Man merkt, viel hinzu kam nicht. Die meisten Challenges, die kamen, waren quasi unter the hood. Was spieltechnisch hinzukam, war das, was aus heutiger Sicht gerade für Singleplayer, wenn man mit Mobs arbeitet, halt das Wichtigste ist, Betten. Ansonsten merkt man schon, ansonsten kam nicht wirklich was hinzu. Ich kann mal gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles hinzukam. Fireflower. Ach so, ja, okay. Die Stein, diese Steinmauern, die man bauen kann. Aber das war quasi eher so optisch ein bisschen Spielerei. Die einzige wirkliche Änderung, was als neues Feature hinzukam, waren halt Betten. Ansonsten hat sich halt eher Spiele intern viel geändert. Da würde ich auch einfach mal sagen, wir gucken einfach mal rein. Und auch hier wieder ein paar Welten, die ich zu dieser Zeit gehabt habe. Achso, die habe ich jetzt gar nicht importiert. Na gut, dann halt nicht. Auf jeden Fall war das denn die Zeit, wo ich persönlich auch selber angefangen habe, denn mehr mit Mods zu spielen. Das heißt, auch mit Subgames. Sowas wie, weiß nicht, Lord of the Test war damals ein Spiel, was ich persönlich sehr gerne gespielt habe. Dann noch solche Sachen wie, also ich habe mal halt über ein bisschen rumgeguckt. Hatte dann auch schon meine ersten paar Mods. Sieht man auch hier. Damals Tiere. Denn die Hungermod. Mesocon hatte ich damals zwar auch schon gehabt, habe es aber nie genutzt. Und die Sachen hier unten, also Nether und so, habe ich selber auch nicht wirklich genutzt. Aber was halt damals als große Änderung dazu kam, glaube ich zumindest, waren 3D-Fackeln. So, wir machen einfach mal. Genau, All Mods. Ach, die Welt. Meine kleine Androiden. Ja. Was damals vielleicht schon auffällt. Ach Gott, wir machen einfach mal eine eigene Welt. Let's play. Es gab damals zum Beispiel auch endlich mal ein paar neuere Map-Gens. Der VZ-Map-Gen gab es, glaube schon in der Version 0.10. Aber auf jeden Fall war er halt Standard unter 0.14. Wurde er halt Standard. genau. Von daher würde ich mal sagen, starten wir den auch einfach mal. Und gucken mal, wo wir rauskommen. Natürlich gleich unter Wasser. Willst du mich verarschen? So, was man jetzt auf jeden Fall schon sieht, ist, dass es ein bisschen bunter ist. Das heißt, man hat wesentlich mehr Gras am Anfang. Und vor allen Dingen hat auch mehr Blumen am Anfang direkt. Und sind auch ein bisschen vermischter. Das heißt, man hatte nicht mehr diese extreme Kleckchenbildung, dass man jetzt hier nur weiße Blumen hatte, weil hier ist halt eine weiße und eine gelbe Blume. Das heißt, in dem Bereich werden weiße und gelbe Blumen vermischt werden. Genauso wie da hinten waren halt auch weiße und blaue Blumen zum Beispiel, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Genau, da hinten waren blaue Blumen. Aber nur blaue Blumen, okay, hier also eher nicht so. Kann auch sein, dass das erst ein bisschen später kam, dass die Blumen so extrem vermischt waren. Ansonsten, wie gesagt, viel geändert hat sich bei dieser Version nicht wirklich. Die meisten Änderungen waren halt eher so unter der Haube, also so technische Sachen, dass halt die Maps ein bisschen besser generiert wurden. Wie gesagt, die größte Änderung, das Hauptding war quasi hier der Map-Gen-Version V7. Der kam halt hier drastisch mit dazu, der war unter Mindtest-Version 0.4.10 noch nicht ganz so ausgereift, soweit ich weiß. Und ansonsten, wie gesagt, Betten. Das hier ist halt genauso, wie man es auch heutzutage noch kennt. Meine größte Sache, die ich hiermit verbinde, ist, dass halt in dieser Zeit
es auch extrem losging mit Modding. Damals waren die Mods noch ein bisschen sehr schlichter als das, was man heute kennt. Beispielsweise ist halt damals sehr bekannt gewesen diese Animals Mod, also das Mod Pack hieß CME, Creators, Creator, nein, Creature. M E ah, genau, Creature Mob Engine, so glaube. Genau, das war alles denn hier. Da hatte man halt quasi seine böseren Feature wie The Ghost oder The Auriki. Also manche Sachen wurden auch von früher eins übernommen, Auriki. Kannte man ja damals schon. Ansonsten gab es halt auch den klassischen Dungeon Master. Ansonsten waren die Tiere eher so, wie gesagt, wenn man es mit heute vergleicht, eher schlecht als recht. Damals kannte man halt nichts anderes. Mal gucken, finden wir jetzt ein Tier. Bitte, lass ihn von Tier sein. Ansonsten, nächste, was ich auch noch zeigen wollte, ist das mit diesem Doppelsprung. Heutzutage kann man ja, wenn man jetzt vor so einer Wand steht, kann man nicht mehr hoch. Früher gab es aber diesen, ich weiß nicht, ob es ein Bug oder ein Feature war. Es war, also es wurde später offiziell als Bug bezeichnet. Viele Spieler haben aber das gerne genutzt und deswegen als Feature betrachtet. Wenn man hier steht und springt und man beim Springen die Kriechtaste gedrückt hält, also die, womit man hier an so einen Rand kriechen kann, dann gibt es diesen witzigen Bug. Er versucht hochzuspringen. Beim Hochspringen erkennt er diesen Rand als ich halte mich daran fest. Und wenn man quasi springt und die Kriechtaste gedrückt hält, kann man zwei Blöcke hochspringen. Und kam damit halt sehr schnell auch bei sehr steilen Bergen hoch. Ne, wenn man jetzt hier so die Tasten gedrückt hält, also ich halte jetzt quasi. Ich halte jetzt die nach vorne Lauf, die Speed-Taste. Und die Kriechtaste gedrückt, also falsch. Die nach vorne Taste, die Speed-Taste, also die schnelle Lauftaste, dann die Kriechtaste und die Sprint-Taste gedrückt. Was? Nein, boah, Alter. Die nach vorne Lauftaste, die Sprint-Taste, die Kriechtaste und die Springtaste. So rum, also schnell nach vorne laufen, dabei kriechen und springen. Und mit diesen vier Tasten kann man halt ultra schnell einen Berg hoch. Das geht so heutzutage nicht mehr. Tada! Schon bin ich bei einem riesigen Berg oben an der Spitze. Das geht so heutzutage leider nicht mehr. Alter! Okay. Wir waren gerade eben da unten. Und jetzt sind wir hier oben. Ja. Man merkt also schon, dass wir diesen doppelten Block hochspringen können, hat schon seine Vorteile. Erklärt aber auch, warum dieser Bug später entfernt wurde. Weil, es ist halt doch schon ein bisschen overpowered. Kann man schon so sagen. Und diesen Bug gab es quasi schon ewig. Also mittlerweile der Version 0.4.0. Ob es den auch schon mit 0.31 oder 0.22 gab, habe ich da noch nie ausgetestet. Damals war ich noch nicht so viel am Springen, weil die Berge da auch noch nicht so groß waren. Aber seitdem man diese extrem großen Berge hatte, die ja vor allem in neuen Map-Gens zu vorhanden waren, habe ich mich quasi auch immer sofort bewegt. Umso trauriger war auch ich. Dann später, als es dann nicht mehr ging. Weil, wie gesagt, glaube ab Version 0.4.17 ging es dann nämlich nicht mehr.
Was ich ein bisschen schade finde, aber ist halt so. Damals ging das auf jeden Fall noch. Heißt also, wenn man sehr gerne ältere Versionen spielt, wird man dieses Feature wahrscheinlich lieben. Wie gesagt, man muss dazu 4 Tasten gleichzeitig drücken, ich weiß, aber das ist halt eine Gewöhnungssache. Irgendwann, ich meine, ist ja generell so, wenn du irgendwo, ne? Ich meine, Speedrunner, die drücken teilweise 20 Tasten gleichzeitig. Die nutzen sogar noch ihre Zunge und ihre Lippe, um da irgendwelche, oder vor allem noch Zunge, Lippe und Nase gleichzeitig, um da auch noch 50 weitere Tasten drücken zu können. Von daher sind diese 4 Tasten, die man hier drückt, relativ easy. Weil, wie gesagt, wenn man es einmal raus hat, dann ist es eigentlich so super, super, super einfach. Vor allem durch meine Tastenbelegung habe ich die Tasten auch alle direkt nebeneinander quasi. Von daher geht es sowieso nochmal einfacher. So, genau. Ansonsten, wie gesagt, hat sich optisch nicht so viel verändert im Vergleich zur 0.4.10er Version. Das meiste ist halt unter der Haut passiert. Das Spiel läuft halt wesentlich stabiler. Es gibt einen neuen Map-Gen. Das ist wahrscheinlich auch optisch gesehen die neueste Änderung, dass halt der Map-Gen anders aussieht. Heißt also, die Landschaft, die generiert wird, die hat sich halt optisch jetzt geändert. Was aber halt auch daran liegt, dass man jetzt einen komplett neuen Map-Gen hat. Weil, ich müsste das mal, ich verifiziere das mal nochmal. Bevor ich jetzt irgendwelche Scheiß erzähle. Nein. Okay, damals gab es V7 auch schon. Aber wenn man sieht, ich lade jetzt mal komplett ohne Einstellungen. Was? Das war Quatsch. Hier bitte. So. So sieht mein Test aus, wenn man das zum ersten Mal hat nicht so gut funktioniert. Ach so, weil ich One in Place habe. Ah, das ist ein bisschen blöd. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das eine gute Idee? Oder eher nicht so? Ich schau mal hier von kurz. Ich benenne die mal kurz um. So. So sieht mein Test aus, wenn man es normal startet. Wenn man jetzt standardmäßig auf New geht, hat man standardmäßig den V6 Map-Gen drin. Das heißt, bei Version 0.4.10 gab es zwar schon den V7 Map-Gen, der war da, aber noch nicht als stabil. Der war da noch in Testzwecken, noch in Entwicklung. Und, mach mal hier wieder weg hier. Schwupp. Und schwupp. Und ab Version 14, wenn man das jetzt auf Standard zurücksetzt, indem ich mal kurz die Datei umbenenne, da sieht man schon, wenn man jetzt hier komplett neu hat und eine neue Welt erstellt, dann ist der V6 zwar auch noch drinne, aber in den Man-Pages stand dann drinne, okay, ab jetzt kann man den V7 schon nutzen, weil ab jetzt ist er einigermaßen stabil. Wirklich komplett als stabil war der erst viel später. Das heißt so Version 0.4.16, glaube ich. Ab da galt er dann wirklich als so stabil, dass er auch standardmäßig ausgewählt wurde. Aber halt zwischen Version 0.4.10 und 14 hat sich halt relativ viel unter der Haut geändert. Und deswegen halt Leute, die halt bei 0.4.10 noch standardmäßig mit V6 gespielt haben, haben dann bei 14, also bei der Version, langsam angefangen auf den V7-Map-Gen umzusteigen, der dann auch schon sehr viele neuere Features hatte und dadurch halt anders aussah. Das waren so die Hauptunterschiede quasi. Ansonsten halt nicht allzu viel. Es gibt halt Betten und ja, das war es im Großen und Ganzen schon. Was noch eine Menge das Gesicht geändert hat, ist halt, dass es bei 14 anfing extrem mit Mods. Das heißt, es gab bei Version 0.4 gab es halt auch schon diverse Mods. Aber auch bei Version 0.4.10, da ging es dann langsam richtig los mit Mod-Entwicklung, aber es war halt immer noch sehr, sehr, sehr weit am Anfang. Also es gab schon sowas wie World Edit, gab es schon, dann gab es auch natürlich diverse Texture Packs, gab es schon. Aber so wirklich weiterführende Sachen, sowas wie, ja, ich weiß nicht, Mesocon gab es glaube ich auch schon.
Aber eben solche Sachen wie Tiermods und so waren da noch sehr am Anfang, weil halt einfach die Mindtest Engine noch kaum Möglichkeiten bot. Das heißt, wirklich solche komplexen Sachen wie Pathfinding, was man da für Tiere braucht, die müssen ja wissen, wo sie langlaufen müssen, war da noch schwierig. Und das ging erst so mit 0.14 los. Deswegen haben halt auch viele Mods oder viele Server benutzen heute noch die Version 4.14, weil das halt so die erste wirklich super moderne war. Und die meisten Mods, die man heutzutage für 4.17 benutzen kann, kann man auch noch für 4.14 benutzen. Mit 4.10 geht das dann schon nicht mehr, weil 4.10 dafür schon zu alt ist. Das ist so quasi der Hauptunterschied zwischen den beiden. Optisch gesehen fast gleich, um nicht zu sagen eigentlich gleich, aber halt unter der Haut, unter intern hat sich halt zwischen 4.10 und 4.14 relativ viel geändert. Jo, und dann gibt es ja jetzt die ganz neue Version, 4.17.1. Da hat sich auch wieder optisch gesehen kaum was geändert, außer dass es sowas wie Büsche hinzukam und so ein Zeug, was halt auch schon doch, naja, wie, also es gibt halt ein paar Elemente, die stechen halt hervor, aber es ist ja nicht so, dass man denkt, komplett neues Spiel. Das gibt's so nicht mehr. Von daher würde ich mal sagen, 4.17 kennt sowieso jeder, da habe ich ja auch, da kann man sich heutzutage immer noch downloaden. Ich selber habe ja auch diverse Server, die noch auf 0.4.17 laufen. Von daher würde ich mal sagen, aus historischer Sicht ist quasi bis 4.14 alles alte Schule und alles, was danach kommt, ist quasi Geschichte. Und ja, damit würde ich dann auch, würde ich mal sagen, dass wir durch sind. Und ja, das so viel zu meiner kleinen Serie von älteren Versionen, die durchaus jeweils ihren ganz eigenen Charme haben. Wie gesagt, ich persönlich sieht man ja auch, wenn man hier mal guckt, ich habe ein paar Versionen bei mir drauf installiert, auch selber kompiliert. Also bis auf die Version 0.0.1, wo ich die Windows-Version habe, habe ich alle anderen Versionen selbst kompiliert. Und ich spiele sie tatsächlich auch bis heute noch sehr gerne. Weil sie halt jeweils noch ihren ganz eigenen Charme haben. Gerade, ich habe ja auch letztens dieses Mein-Trost-Spiel, was ich selber quasi zusammengeschustert habe. Das habe ich ja auch gemacht, weil ich halt so dieses Unfertige, dieses Einfache so extrem mag. Und ne, 0.4.0 ist halt noch ultra einfach. Ich meine, wie gesagt, man muss sich einfach nur mal hier so Game angucken. Bam. Mein Test Game. Mods. Das ist heute drin. Und das war früher drin. Ist ungefähr nur noch ein Drittel davon. Also der Unterschied ist schon ein bisschen sagenhaft. Und deswegen, ich sag mal so, Leute, die normale Spiele spielen, die werden sich für solche alten Versionen garantiert nicht mehr interessieren. Aber für die Leute, die auch gerne mal so gucken, okay, wie sah etwas früher aus, für die macht es vielleicht sogar noch Sinn. Weil wie gesagt, das Schöne ist, man kriegt diese alten Versionen tatsächlich bis heute kompiliert. Man muss da ein bisschen aufpassen. Beispiel, wenn man jetzt diesen Ordner hat, man hat diesen Quellcode und den entpackt man, dann würde man normalerweise das Ganze ja mit CMake kompilieren. Das heißt ungefähr so und dennoch vielleicht dieses D1 in place gleich true. Oder bessere Schreibweise. So. Bei den ganz alten Versionen muss man aufpassen. Viele Compiler gehen mittlerweile davon aus, dass Quellcode generell Version, also C++ Version 11 hat. Damit ist dieser alte Quellcode inkompatibel. Deswegen muss man das heutzutage so schreiben, dass man dieses das Ding hier unbedingt mit dran klatscht. Weil der alte Quellcode ist natürlich auch von der alten Schule. Deswegen ist natürlich auch dieser alte C++-Standard von 98 wichtig. Deswegen einfach diesen Code hier quasi, was mache ich hier gerade? Weg da. So.
den Befehl so eingeben. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen größer machen hier. Hat der gut funktioniert? Na du? Bin ich gerade dumm oder bin ich gerade dumm? Ah, wow. Ja, okay, ich war gerade im falschen Terminal. So. Ich hoffe mal, es können jetzt alle gut leben. So. Das ist der Befehl, den man so eingeben muss. Und damit kriegt man, wie gesagt, selbst die ganz alten Versionen bis runter zu 0.2.2011 kompiliert. Wie gesagt, 0.1.1 habe ich nicht kompiliert bekommen. Das geht leider nicht. Aber von 0.1.1 kriegt man auch die Windows-Version immer noch gedownloadet. Und die Version über Wine funktioniert auch problemlos. Also allgemein, man kann auch sowieso alle MyTest-Versionen auch in der Windows-Version installieren. Und die laufen auch unter Wine nahezu problemlos. Man hat Performance-Verluste, klar. Aber es hält sich in Grenzen. Gut, in dem Sinne, würde ich mal sagen, schau mit V. Und wer noch Fragen hat, wenn irgendwas beim Kompilieren nicht funktioniert oder es gibt auch Archive mit ganz, ganz alten MyTest-Versionen. Also so 2000, also wirklich von den Anfängen. Ich habe ja gezeigt, die erste öffentliche Version war Version 0.0.1 so rum. Aber davor gab es ja noch viele ganz alte Versionen, die noch keine Versionsnummer hatten. Und diese Quellcodes davon sind auch noch verfügbar. Da gibt es Archive. Wer daran Interesse hat, einfach mal im Forum fragen. Das lässt sich alles arrangieren, kein Problem. Gut, in dem Sinne, jetzt schau mit V. Und in dem Sinne, genug in alten Zeiten geschweift. Ab morgen geht es dann wieder weiter mit dem ganz normalen Creative Server Let's Play. Bis dahin, tschüss.